rockige Musik im Let's Play von Alarm für Cobra 11 Nitro. Wir laden mal unser Profil, so heißt das natürlich. Mit der Karriere sind wir 80% fertig. Nur Fahrzeuge, nur Strecken. Das ist halt schon ziemlich komisch, dass wir erst komplett die Karriere machen müssen, um die Einzelrennen freischalten zu können, denn vorher kommen wir leider nicht dran. Für diesen Modus müssen in der Karriere erst Strecken und Fahrzeuge freigespielt werden. Haben wir im Prinzip eigentlich schon gemacht, nur sind die noch nicht vorhanden. So, Steuerung ist wie immer. Karriere, so. Die ganzen Abzeichen haben wir alle schon bekommen. Ich muss mein Headset wieder leiser machen. Wir können dann in der nächsten Stufe der erste Kriminalhauptkommissar werden mit insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Sternen an diesen Schulterkissen oder wie auch immer das heißt. Gut, dann wollen wir doch mal anfangen. Amokfahrt. Da hat vermutlich jemand die Kündigung gekriegt oder seine Frau mit einem anderen erwischt. Auf jeden Fall rast der Mann rücksichtslos mit hohem Tempo durch den Verkehr. Semir, Tom, haltet ihn auf, ohne dass es Unfälle und Verletzte gibt. Ohne dass es Unfälle und Verletzte gibt. Also, Unfälle wird schon mal geben, aber der wenigstens von Toten. Also wenn da Autos explodieren, gibt es Tote. Von denen ist keine Rede. Es darf Tote geben. Muss man bedenken, ne? Kommt zu meiner Geburtstagsparty. Es wird Tote geben. Und deshalb kann niemand zu meiner Geburtstagsparty. Ein Klassiker inzwischen, dieser Witz. Gut, wollen wir mal beginnen. Die Amokfahrt. Gegner eine Sekunde ausbremsen. Schaden mit Gegner 30%. Okay, dann wollen wir doch mal beginnen. Auf der Landstraße. Ach du Scheiße, das wird lustig. Und das nicht mal mit einem Dienstwagen. Du musst den Mann ausbremsen, bevor er zum Geisterfahrer wird. Beeil dich. Dum, dum, dum. Haben wir schon die passende Musik dafür? Dann wollen wir mal loslegen. Okay, ihr seid gleich dran. Oh mein Gott, auf der Landstraße, das wird ja eine Katastrophe. Oh mein Gott. Der fährt ja mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit. Ich kann ihn überhaupt nicht überholen, wenn ich hier bremse. So, mal gucken. Das war gut, er wird langsamer. Bleib stehen. So ist gut. Nein, du wirst dich nicht umbringen. Es gibt viel bessere Frauen auf der Welt. Am besten such dir gar keine aus. Dann hast du nicht mal das Problem. Mission freigespielt, den Bus kriegen. Mal gucken, was das für eine Mission sein wird. Ein Attentäter hat einen Bus gekapert, rast damit durch die Gegend und lässt sich durch nichts aufhalten. Tom, fahr dicht neben dem Bus her, dass sie mir umsteigen kann. Das habt ihr schon einmal geschafft. Aber diesmal geht's hier nicht nur geradeaus. Eieiei, das könnte ich mir kompliziert vorstellen, wenn das gerade auf der Landstraße ist. Wir dürfen mit dem Grand Sport Polizeiwagen fahren. Ist doch auch nicht schlecht. Ja, im Prinzip ist es nur ein Porsche. Bloß mit hässlichen Lichtern. Hässlichen Lichtdesign. Wird haarig. Hol den Bus ein und fahr neben ihn, um ihn zu übernehmen. Na denn, Flugstart und los geht's. Den werden wir auf jeden Fall kriegen, den Bus. Und ich kann euch sagen, das Let's Play hier ist eine ganz schön schwere Geburt. Also, die Parts sind richtig riesig geworden. Und den Rekord haben die aber noch nicht gebrochen. Ich hatte schon mal was Größeres gehabt. Boom! Explosion! Ja, das gibt eine saftige Beschwerde. Ich hoffe nicht. Das Ding ist explodiert. Also ich denke mal, da wird keiner... Da saß eh keiner drin. Ja, dreh um und kümmere dich um den. Zäh. Fährt er einfach nicht zurück. So, wo ist denn eigentlich hier der Bus? Ich muss erstmal wieder klarkommen. Ich rutsche dauernd aus. Ich glaube, letztens bin ich ja auch noch mit Tastatur gefahren, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Ich könnte ja... Doch. Yeah! Ja, haben wir einfach mal genutzt. Und jetzt... Ui! Oh Gott, sieht der Wagen jetzt schon scheiße aus, wie die Teile da einfach wackeln. Können die einfach mal alle aus dem Weg gehen? Oh, 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 oh. Ah, das wird sehr haarig. Ach Gott. Ey, was macht der Bus da?
Den explodiert ja alles. Jetzt rammt da noch ein LKW. Jetzt den Wagen, ganz ruhig. Scheiße, nein! Mit den Autos deiner Seite wird das nie was. Mit den dauernden Wiederholungen. Der rammt ja alles weg, ey. Komm, 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 komm! Nein! Mann, das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich sogar über das Ding hier fahren. Scheiße, nein. Okay, jetzt haben wir Autobahn. Das sollte jetzt gehen. Whee! Das sieht doch mal spektakulär aus. So, ruhig halten, ruhig halten. Und jetzt können wir den Bus endlich übernehmen. Oder wir können ihn ausbremsen. Nein, du machst nichts, du machst nichts. Okay, fahren wir einfach mal hier auf dem Gras. Okay. Also, okay, es passt sich der Serie an. Das ist physikalisch unmöglich. Die Serie ist ja ohnehin auch physikalisch unmöglich. Aber wir haben ein kleines Problem. Wenn die Ziellinie genau da ist... Oh, das ist doch eigentlich gut. Da können wir doch eigentlich genau hier das Rennen fertigstellen. Okay. Haben auch mal eben so geschafft. Neues halt mal auf der anderen Seite. Warum nicht? So. Dann wollen wir mal weitermachen. Happy End. Ich hoffe, wir haben ja bald ein Happy End. Das ist ja wie im Film. Was? Cobra 11 ist wie im Film? Das hätte ich nicht gedacht. Der Bus hat eine Bombe an Bord, die hochgeht, wenn er die Mindestgeschwindigkeit unterschreitet. Kurz überlegen, an welchen Film erinnert er mich bloß? Das war so ein ganz bekannter Film, der erschien zu meinem Geburtsjahr. Ich komme aber nicht auf den Namen. Das ist sehr schwierig. Da ist eine Ausfahrt in der Nähe eines Sees. Spring rechtzeitig ab, bevor der Bus in den See fährt und versinkt. Scheiße, mir muss einfallen, wo nochmal die Taste für die Aktionstaste ist. Denn ich glaube, genau da werden wir die brauchen. Mindestgeschwindigkeit 100 km/h. Und bei diesem einen Film, der mir immer noch nicht einfallen will, waren es 50 Meilen pro Stunde. Dann ging die Bombe hoch. Ich komme einfach nicht drauf. Ich weiß ganz wohl, was das ein Film ist, aber... Wer nimmt das ernst? So, Coach 36100, den haben wir doch vorhin aufgehalten. Warum hat er jetzt auf einmal eine Bombe? Der Bus darf nicht langsamer werden. Fahr bei 94% auf den Feldweg und spring in der markierten Zone ab. Komm. Gleich fliegt die Kiste in die Luft. Warum bei 94%? Ich dachte, das ist ja dann nicht wie im Film, das ist ja dann wie in einem Spiel. Aber die Kollegen müssen dann aber auch mal ein bisschen schneller fahren. Also jetzt liegen wir mit 135 km/h doch noch gut dabei. Toll, das ist Innenraum. Das ist die Vorderperspektive. Riesenunterschied. Kann man da mal Warnblinkern machen? Gebt Gas, Menschenskinder! Vollidioten, die können nix. Also ein bisschen dramatischere Musik hätte ich mir schon mal vorgestellt. Können wir denn eigentlich auf das Ding da drauf? Oh, ich würde es so gerne mal probieren. Yeah, aber nee, das ist zu eng. Und jetzt schön ausbremsen. Oh, die bauen ja selber Unfälle hier. Die stellen mir selber Fallen hier. Das gibt's doch nicht. Was sind das für Polizisten? Hat man hier irgendwo Lichthupe? Weiß ich gar nicht mehr. Da ist noch ein anderer Polizeikollege, der macht überhaupt nicht mit. Oh Gott. Scheiße. Ja, das gibt eine saftige Beschwerde. Halt doch die Fresse, ich muss hier im Bus stoppen. Halt. Ich muss den ja selber. Ja, bremst auch schön ab. Alter, was machen die denn hier? Der ist auch schon kaputt. Fährt trotzdem weiter. Nichts damit Erster Hilfe, nichts damit Versicherung. Soll ich heute da rein? Das sieht so aus, als ob ich da rein müsste.
Alter, was ist denn da los? Ich weiß nicht mehr, wo die Aktionstaste ist. Nein, ich weiß es nicht mehr. Nein! Los, spring ab! Ups. Ich hätte nochmal in die Steuerung gucken sollen, wie ich... Oh, explodiert. Wir sind tot! Aber ich kann trotzdem sprechen. Fehlgeschlagen. Mission ist fehlgeschlagen. Nicht aufgeben. Das nächste Mal klappt es sicher. Das ist eigentlich extrem böse. Denn wir saßen in dem Bus drin. Wir hätten da abspringen sollen. Wir sind jetzt in den See reingefahren und der Bus ist explodiert. Wir sind im Prinzip tot. Und dann steht ja trotzdem, das nächste Mal klappt es sicher. Das nächste Mal klappt es sicher, wenn du wiedergeboren wirst. Dann hast du nochmal so eine Mission und dann wirst du definitiv nochmal Polizist. Ich muss nochmal in die Steuerung gucken. Weil, die Steuerung verrät ziemlich eindeutig, dass wir da was machen müssen, nämlich mit der F-Taste. F. Okay. Dann probieren wir es nochmal. Happy End. So, dann probieren wir nochmal unser Glück. Könnte es auch ein bisschen schwerer machen mit 128 km/h, aber wir machen es auf leicht. Wir machen alles auf leicht. Ne? Und wehe einer meckert da, dass ich nur leicht mache. Der Bus darf nicht langsamer werden. Fahr bei 94% auf den Feldweg und spring in der markierten Zone ab. Der fuhr ja vorhin schon viel zu langsam. So, wir haben immerhin Polizeieskorte, der ja wunderbar funktioniert. Man sieht's ja. Gebt Gas, Jungs, gebt Gas! Das war die Hupe. Kennt ihr die Hupe? Kenn ich noch von Ice 2. Weicht nicht da aus. Oh, 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 ja. Weg mit dir. So schön durch hier. Alles easy. Aber echt, da hätte mal dramatischere Musik kommen müssen. Weil hier, wir sind mit einem Bus unterwegs. Wenn wir weniger als 100 km/h fahren, explodiert die Bombe. Da muss richtig Dramatik herkommen. Und nicht so eine Coolness. Oder halt gar keine Musik, dass da halt so ein bisschen Spannung aufgebaut wird. Ich wüsste eine Musik von diesem Film, der mir immer noch nicht einfallen will. Scheiße. Dein Fahrstil ist echt mörderisch. Ich schub den mal weg. Ein bisschen Reibung machen, damit die Bombe noch ein bisschen erhitzt. Wollte der mich gerade anrammen, der Wichser? Der eine will die Spur wechseln, okay. Vor allen Dingen, die werden als Gegner angezeigt. So. Genau in dem Bereich sollen wir die F-Taste drücken. Alter. Uah. Der steht ja auch wunderbar. Was ist denn hier los? So. Markierung Aktionstaste drücken. Okay, wir wissen ja, wo die Aktionstaste ist. Und dann... Wir sind abgesprungen. Juhu. Und versenkt. Explosion. Das war, glaube ich, der spannendste Auftrag, den wir je hatten. Und das Wasser verändert sich kein Stück. Da kommen keine riesigen Druckwellen oder sowas. Nö. Passiert hier nicht. So sieht das also unterirdisch aus, ne?